Wenn man sich was wünschen dürfte, dann Zwischenrunde erreichen inklusive überwintern in Europa. Rechnerisch für Leverkusen durchaus möglich. Einmal Heimsieg gegen Zürich macht gleich plus 3 Punkte und die reichen für... Jetzt unabhängig von der Rechnerei, wir wollen morgen das Spiel hier zu Hause gewinnen. Wir haben vor 2 Wochen dort kein sehr gutes Spiel gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Wir hätten zwar das 3-3 verdient gehabt, es war ein reguläres Tor der Nachspielzeit, aber defensiv haben wir uns da nicht so gut angestellt und wir wollen unser Heimspiel einfach gewinnen. Vor 2 Wochen siegte der Schweizer Pokalsieger im Hinspiel mit 3:2 und hat auch sonst alle Spiele dieser Europa-League-Saison gewonnen. Tabellenführer und 9 Punkte, die könnte man sich bei Bayer auch ganz gut vorstellen. Wir haben definitiv zu viel Gegentore diese Saison bekommen, jetzt nicht nur am letzten Wochenende und teilweise auch zu einfach. Und das muss das vorrangige Ziel sein in dem Spiel jetzt am Donnerstag, morgen und auch am Sonntag und am besten die ganze Saison, dass wir weniger Gegentore bekommen, dass wir da defensiv stabiler sind. Das sind alle gefragt und alle angehalten, da besser zu verteidigen. Nicht ohne Grund, denn in den letzten 4 Spielen mit Bayer-Beteiligung fielen insgesamt 23 Tore, 2 Siege und 2 Niederlagen. Achterbahnfahrt der Ergebnisse und der Wunsch nach etwas mehr Ruhe unterm Bayerkreuz. Die Sehnsucht ist immer da, jetzt unabhängig gerade von der Achterbahnfahrt, die wir jetzt in den letzten Wochen hinter uns haben. Die ist immer da. Also die ist nicht mehr oder weniger ausgeprägt. Wir wollen morgen das Spiel gewinnen und danach will ich das nächste Spiel auch wieder gewinnen. Und habe mich ja jetzt schon fast, oder wir haben uns ja fast schon an die Situation jetzt gewöhnt, dass es immer ein bisschen unruhig ist. Aber natürlich ist es unser Ziel, da wieder in ruhigere Fahrwasser reinzukommen. Aber das werden nur die Ergebnisse bringen. Genauso wie die nötigen Punkte für die Leverkusener Rechenspiele. 3 davon gegen Zürich wären in Summe 9. Und das Überwintern in der Europa League einen Schritt näher.